Nachdem wir in der ersten Episode die Afrika-Savanne erkundet haben, zeigt uns diesmal Dr. Reinschmidt hier, wie detailverliebt das Team des Karlsruher Zoos die Tiere pflegt, vom Eisbär bis zum Nilpferd. Außerdem erzählt er uns, wie der Zoo ein modernes Artenschutzzentrum für die Stadt und die ganze Region geworden ist. Der Zoo, der Karlsruher Zoo, ist die Einrichtung in Karlsruhe, die am meisten Besuch ist. Wir haben in Nicht-Corona-Jahren immer regelmäßig über 1 Million Besucher. Und ja, keine andere Einrichtung kann das nachweisen, 1 Million Besucher. Und wir sprechen einfach alle Altersschichten, alle Schichten von reich bis arm an. Alle eigentlich Menschen kommen gern in den Zoo. So, jetzt wollen wir gucken, ob die Eisbären überhaupt da sind. Wir sehen hier keinen. Da ist ja unser Krabb jetzt, gell? Der ist wieder gut angekommen. Ist natürlich jetzt auch ganz klar amused, dass er ein Weibchen hier riecht und hört, aber er kann halt nicht rüber. Der Krabb ist jetzt noch nicht der Eisbär, der mit Charlotte züchten soll. Also Charlotte soll gar nicht züchten. Krabb bleibt da, ist ein ganz wertvoller Eisbär, was die Genetik anbelangt. Wir haben 106 Eisbären in ganz Europa in den Zoo. Und er hat erst ein Junges und er soll noch mal sich vermehren. Und ja, ist auch Teil des Arterhalts. Teil des Arterhaltungszuchtprogramms. Und wir kriegen, sobald Charlotte andersweitig untergebracht ist, ein anderes Weibchen. Und mit der kann er dann züchten. Und dann kriegen wir vielleicht auch mal einen jungen Eisbär wieder hier nach Karlsruhe, nach über 30 Jahren. Ja, das wäre natürlich auch schön. Und wichtig ist einfach, den Eisbären geht es gut bei uns. Auch in heißen Sommertagen muss man denen einfach immer die Möglichkeit geben, ja, sich ihren Bedürfnissen hingeben zu können. Das heißt, entweder in den Schatten legen oder ins kühle Wasser. Wir haben hier Brunnenwasser mit 18 Grad. Da kann man sich immer schön abkühlen. Oder manchmal legen die Eisbären sich auch in die pralle Sonne und sonnen sich. Dann sind sie nicht apathisch, sondern dann geht es ihnen wie bei uns am Strand. Wir legen auch in die Sonne, bis es uns zu heiß wird, dann gehen wir in den Schatten oder wir kühlen uns im Wasser ab und so macht es der Eisbär auch. Und er hat ja auch noch Rückzugsorte. Er hat immer die Rückzugsmöglichkeit, in den Berg reinzugehen. Das sind unsere kühlen Innenboxen, da hat es immer 20 Grad. Also die Wahlmöglichkeit ist das Tier, ist dem Tierwohl das Wichtigste. Und die hat er bei uns und deswegen geht es den Tieren gut bei uns. Bei uns kam die Frage an, macht es den Tieren was aus, dass der Felsen nicht ganz weiß ist, beziehungsweise mit Moos? Das war ja ursprünglich mal ein Gletscher. Den habe ich vor 7 Jahren mal renovieren lassen, da hat er wieder gestrahlt. Aber das kostet ein Schweinegeld, auf gut Deutsch gesagt. Und wir müssen überall sparen und jetzt haben wir im Moment gerade nicht das Geld, diesen Fels wieder neu streichen zu lassen. Das kostet gleich 50.000 Euro, weil es eine entsprechende Beschichtung braucht. Genau. Und dem Tier macht das nichts aus. Also dem ist völlig egal, was für eine Farbe der Fels hat. Ist reine optische Sache für uns. Aber sobald wir wieder einen Sponsor finden, der uns den Eisberg bezahlt, dann werden wir ihn streichen lassen. Können Sie uns helfen suchen? Gerne. Das sind jetzt unsere Seelöwen. Wir haben ja auch noch einen wunderschönen Unterwassereinblick. Wie Torpedos unter Wasser sieht man auch diese stromlinienförmige Körper vor. Und das gibt immer einen schönen Einblick auch für die Kinder, auch die Erwachsenen sind fasziniert, wie Seelöwen durchs Wasser gleiten. Ja. Haben die auch so einen Spieltrieb, also dass man sie unterhalten muss? Oder? Die Seelöwen sind sehr verspielt und sind auch sehr menschbezogen. Also sie arbeiten mit unseren Tierpflegern, Tiertrainern zusammen und haben auch mehrmals am Tag eine Fütterung. Wir trainieren die auch mit medizinisches Training. Das heißt, dass man so macht, dann macht das Maul auf, dann kann man die Zähne kontrollieren. Man kann auch Blut abnehmen. Da werden die trainiert drauf, damit man einfach einen guten Umgang hat und natürlich auch eine Kontrolle. Vor allem den medizinischen Aspekt. Tiermedizin ist ganz wichtig. Wir wollen nicht Krankheiten behandeln, sondern Krankheiten vorbeugen. Das heißt, wir haben regelmäßige Kotuntersuchungen, Blutuntersuchungen bei Tieren, einfach um den Gesundheitsstatus zu überprüfen und im Notfall auch vorher eingreifen zu können, bevor man das normalerweise merkt. Das heißt, wir haben 1,5 Tierärzte, die sich jeden Tag eigentlich um die Tiere kümmern. Und sobald irgendein Tierpfleger einen Hinweis hat, dann gucken die und ja, das ist ein abwechslungsreicher Job hier bei fast 5000 Tieren in 319 verschiedenen Arten, vom kleinen Fröschlein, das so groß ist, bis zum großen Elefanten haben wir ja alles. So, Sie sehen auf unserer Elefantenanlage Flusspferde. Weshalb jetzt Flusspferde? Weil wir diese Elefantenanlage 2019 gebaut haben.
Aber nicht nur für Elefanten, sondern auch für Flusspferde. Und jetzt gucken wir uns die Biologie der Flusspferde an. Die liegen den ganzen Tag im Wasser oder am Land und sonnen sich oder liegen im Wasser und dösen. Und abends, gegen Abend, werden die aktiv. Sind Dämmerung, so nachtaktiv. Und wir haben den ganzen Tag die Elefanten auf dieser Anlage und gegen 16 Uhr kommen die in ihr Teil nach hinten und wir öffnen die Elefantenanlage für die Flusspferde und haben somit aus Deutschlands kleinster Flusspferdanlage Deutschlands größte gemacht. Und das ist natürlich eine tolle Doppelnutzung einer Anlage. Ja. Da hat der Gemeinderat für einmal bezahlen zwei neue Gehege gekriegt. Also das ist eine tolle Geschichte. Wir müssen gucken, wo das noch alles funktioniert. Ja, das ist unsere Kati, unser Flusspferdweibchen. Und jetzt steht sie genau auf der Waage und wir sehen, die ist 1411 Kilo schwer. Also das haben wir ja extra eingebaut, dieses Gimmick, dass die Leute auch sehen, wie schwer ist ein Elefant oder ein Flusspferd. Werden natürlich direkt an der Waage gefüttert, dann stehen sie auch mal drauf. Aber dann kann man es auch mal einschätzen. Und ihr Jungtier, das ist der Halloween, der ist jetzt 3,5 Jahre alt. Ja, Sie sehen auch, unsere Tierpfleger lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Da haben sie eine Eisbombe aufgehängt jetzt an diesen heißen Tagen. Da ist Obst und Gemüse eingefroren und das tropft dann so langsam runter und die Flusspferde können sich das erarbeiten. Also müssen auch immer wieder die Tiere beschäftigen mit neuen Dingen, damit es denen nicht langweilig wird. Ja. Es gibt eine Forsa-Umfrage unter den Deutschen und wie sie zu den Zoos stehen, 82% der Deutschen lieben ihre Zoos und gehen gern in den Zoo. 6% ist es egal und 12% lehnen Zootierhaltung ab, aber mit 82% sind wir auf der guten Seite. Und bei der Zootierhaltung hat sich ja schon einiges verändert in den letzten Jahrzehnten. Also genau. Man kann ja mehr von der Arche Noah sprechen, die den Tiere erhält. Genau. Und auch einen Beitrag leistet eigentlich, dass das den Tieren gut geht auf dieser Erde, oder? Genau. Ich sage immer, wenn der Zoo noch so wäre wie vor 40 Jahren, als ich hier ein Praktikum gemacht habe, dann würde ich heute vorne dran stehen und für die Schließung des Zoos mich einsetzen. Mhm. Aber jetzt bin ich Zoodirektor, jetzt kann ich, das habe ich sozusagen das in der Hand, aus diesem klassischen Zoo ein modernes Artenschutzzentrum zu machen. Und das ist für uns das Leitthema, Artenschutz, bedrohten Tieren eine letzte Rückzugsstätte zu geben, um sie zu erhalten, zu vermehren. Und dann, wenn es die Möglichkeit gibt, die auch wieder in die Natur zurückzubringen. Und da haben wir viele Beispiele, wo das schon geklappt hat. Da gucken wir uns nachher eins an. Das machen wir. So, doch angenehm mit dem Golfwagen durch den Zoo. Ja, doch. Eigentlich ist es unser Zebramobil. Wir haben es ja in den Zebrafarben. Passt jetzt zu Afrika. Genau. Ach, ich freue mich so, wenn wir da bald unsere Zebras und Antilopen stehen haben. Wir werden aber jetzt zur Eröffnung werden wir nur Zebras und Giraffen haben. Mhm. Und erst wenn die sich vertragen, dann kommen die Antilopen dazu. Und wenn das klappt, dann kommen die Gazellen dazu und dann kommen die Strauße dazu. Also wir werden eine Tierart nach der anderen dazu tun. Mhm. So ist immer wieder ein neuer Reiz für unsere Besucher. Da ist wieder was Neues. Und das wird ein Prozess sein, der sicherlich ein Jahr lang dauert, bis wir alle Tierarten, die wir vorsehen, dann in der neuen Anlage haben. Und hier sehen Sie schon eines unserer Highlights. Wieso Tor zum Nationalpark Schwarzwald? Weil die Stadt Karlsruhe eine Patenschaft für den Nationalpark hat, seit vielen Jahren. Wir haben das Thema Patenschaft für den Nationalpark der Stadt Karlsruhe aufgegriffen und haben jetzt als Zoo mit dem Nationalpark eine Kooperation eingegangen. Und wenn Sie auf das Bild gucken, das sind Konigpferde. Im Nationalpark auf der Hochebene, da stehen 10 Konigpferde, das ist so eine Art Wild. Rasse, die dort extensive Beweidung vornehmen. Das heißt, für die Pflanzen, die da wachsen, also selektiv die fressen und dadurch eine höhere Biodiversität garantieren. Und das ist eine tolle Kooperation. Uns gehören die Tiere, die da oben Gutes tun. Das sind sozusagen die Karlsruher Botschafter im Nationalpark. Ja, jetzt stehen wir hier vor unserem Luchsgehege. Das ist ein sehr naturnahes Gehege. Sie sehen einfach nur Wildnis. Ja. Wir haben hier auf 1100 Quadratmeter 10-mal mehr Platz wie das vorhergehende Gehege im alten Raubtierhaus für die Luchse. Aber der Nachteil für unsere Besucher, man muss die Tiere suchen. Man hat sie nicht mehr auf dem Präsentierteller, sondern es ist wie in der Natur auch. Man sieht die nicht auf den ersten Blick. Man muss eine höhere Verweildauer vor dem Gehege haben, um die Tiere wirklich zu entdecken. Und es kann halt manchmal auch sein, obwohl wir 4 Luchse haben, dass man gar keinen sieht. Aber das ist natürlich den Tieren, dem Tierwohl auch geschuldet. Die können sich zurückziehen, die können sich irgendwo verstecken, wenn sie das wollen. Aber zur Fütterungszeit kommen sie dann eigentlich immer hierher.
Ursprünglich waren die Luchse bis vor über 100 Jahren auch in ganz Deutschland heimisch, wurden dann ausgerottet und wir hatten keinen einzigen Luchs mehr. Im Harz, im Pfälzerwald wurden sie wieder angesiedelt, erfolgreich. Es gibt kleine Populationen dort. Und das Land Baden-Württemberg ist jetzt das dritte Bundesland, das sich vorgenommen hat, Luchse wieder anzusiedeln. Mhm. Was wir im Schwarzwald haben, sind 4 Luchse, die eingewandert sind aus der Schweiz. Oh. Aber das sind alles 4 Männchen. Warum kommen da jetzt nur Männchen aus der Schweiz? Die haben ja noch eine Population. Weil es ganz normal ist in der Population, wenn es Jungtiere gibt, die Mädels bleiben in dem Gebiet, wo sie zur Welt kommen und die Männchen, die gehen fort und suchen sich neue Reviere. Das ist einfach für den genetischen Austausch, dass es keine Inzucht gibt und so. Ganz wichtig, es ist eine biologische Verhaltensweise der Tiere und deswegen wandern die weg. Aber die wissen natürlich nicht, dass es in Deutschland im Schwarzwald keine Weibchen gibt, sondern die haben da Reviere belegt und zu warten einfach, dass irgendwann mal ein Weibchen vorbeikommt. Das ist nicht der Fall. Deswegen haben wir jetzt, hat die Landesregierung beschlossen, Luchse anzusiedeln. Und der Zoo Karlsruhe ist einer der Kooperationspartner der WWF Deutschland noch, der Landesjagdverband und die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg, die leitet das ganze Projekt. Mhm. Und wir hoffen, dass wir da maßgeblich auch irgendwann Tiere wieder zurückgeben können aus der Zucht in Karlsruhe oder aus anderen Zoos. Aber wir sind dann die Koordinationsstelle, wo dann die Luchse vielleicht von uns aus dann Schwarzwald zurückkommen. Genau. Ja, das ist genau Sinn und Zweck eines Artenschutzzoos Karlsruhe, eines Artenschutzzentrums, dass wir Tiere hier auch halten und züchten, vermehren, die wir dann auch der Natur zurückgeben können. Da haben wir ganz viele Beispiele von exotischen Arten, die wir züchten, die in der Natur weg sind und die wir aber zurückgeben können. Wir haben Säbelantilope, Wiesent, Przewalski-Pferd, alles Tierarten, die auch in Karlsruhe gezüchtet wurden, die aber erfolgreich wieder ausgewildert wurden. 4 andere Tierarten, wie die Socorro-Taube oder der Edwardsfasan, 2 Fischarten, halten wir derzeit und die sind in der Natur völlig verschwunden. Mhm. Einheimische Arten wie der Luchs, den gibt es noch, aber ist lokal ausgestorben und wir wollen ihn wieder ansiedeln. Wir haben dieses Jahr 650 Moorfrösche bei Dettenheim wieder ausgesiedelt, die wir aufgezogen haben. Wir haben den Laich vom Regierungspräsidium bekommen und haben geholfen, diese Tierart einfach zu vermehren. Wir haben das mit Kiebitzen, mit Brachvögeln gemacht. Also da sehen wir unsere Aufgaben drin, dass wir halt bedrohten Arten helfen. Und das exotisch oder einheimisch, gerade egal, wir haben alles und möchten alles helfen, allen helfen. Und da sieht man jetzt ganz praktisch, wie sich dazu auch gewandelt hat zum Artenschutzzentrum. Absolut, es ist ein Beispiel dafür, dass wir einfach diesen Weg vom klassischen Zoo, in den man einfach gegangen ist, um sich zu belustigen an Tieren und nette Tiere anzugucken, ja, das kann man weiterhin. Aber der Sinn muss ein viel tieferer sein. Wir müssen diesen Tierarten helfen. Und wenn wir jetzt die Tierarten von nicht bedrohten Arten immer weiter in bedrohte Arten wandeln, für den Besucher ist egal, ob dieser Nasenbär ein bedrohter ist oder ein häufiger, aber wir müssen einfach die Tierauswahl entsprechend gestalten und dann haben wir noch viel mehr hinten dran. Also diese bedrohten Arten genetisch auch variabel zu halten, nicht nur von einem Paar zu züchten, sondern auch eine genetische Vielfalt zu erhalten. Dafür haben wir Erhaltungszuchtprogramme, die eben europaweit und sogar weltweit koordiniert werden und da beteiligen wir uns. Also die Arbeit, das Management eines Tierbestandes ist sehr, sehr vielfältig. Aber wir sind immer offen für andere Dinge. Wenn das Regierungspräsidium kommt und sagt, wir wollen die oder jene Vogelart oder Fischart oder Amphibienart retten, dann sind wir da natürlich auch immer offen. Mhm. Was wir als Zoo haben, ist die Tierhaltungskompetenz. Mhm. Wir haben viele Behörden, die gerne Projekte machen und auch Tierarten retten wollen, aber im Büro können sie das nicht. Und Tierhaltung, Erfahrung haben sie auch nicht. Deswegen ist der Zoo der kompetente Ansprechpartner für solche Dinge. Und wir haben auch noch nie Moorfrösche aufgezogen, bevor wir die bekommen haben. Aber viele Pfeilgiftfrösche. Mhm. Wir haben die europäischen Kiebitze nie vorher aufgezogen. Aber Soldatenkiebitze, Waffenkiebitze, andere exotische Kiebitze. Das heißt, wir haben so eine Tierhaltungskompetenz. Und das können wir natürlich transformieren auf bedrohte Arten. Und wenn es den Zoo nicht gäbe, dann muss man auch sagen, dann gäbe es eigentlich keiner, der das wissenschaftlich auch könnte bei solchen Erhaltungszuchtprogrammen. Mhm. Deswegen ist das so wichtig. Und wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn heute erfinden. So, das war's auch schon wieder. Das war unser Besuch im Zoo. Ihr könnt ihn natürlich selber auch besuchen. Es gibt noch so viele Storys zu den Tieren, die wir nicht mal alle besuchen konnten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Karlsruhe-Institution wir als nächstes besuchen sollen. Und lasst gerne ein Abo da.